Was geht ab, liebe Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo nur wunderschöne Menschen zu sehen. Erst einmal, du siehst heute wieder fantastisch aus. Danke, dass du dich so wieder rausgeputzt hast für mich. Freunde, ich bin gehypt. Wir haben finally, nachdem wir Wochen gewartet haben, tatsächlich Wochen, die Hörprobe bekommen für Ich darf das. Der Song wurde verschoben eine Woche, die Hörprobe wurde zweimal verschoben und wir haben sie jetzt heute bekommen. Ganz kurz, wenn ihr heute Nacht meine Reaction auf Ich darf das sehen wollt. Sie wird direkt online kommen um 0.15 Uhr bis spätestens 0.20 Uhr, 0.25 Uhr wird mein Video online sein. Meine Reaction auf den neuen Song von Shireen. Deswegen schaut euch meinen Kanal gerne genauer an. Lasst ein Abo da, macht gerne die Glocke an, dann verpasst ihr das Video nicht. Es kommt auf jeden Fall safe. Allerspätestens um 0.30 Uhr habt ihr meine Reaction zum neuen Song. Ich bin sehr gespannt. Wir haben jetzt hier erstmal die Hörprobe. Ich habe noch nicht reingehört. Das Ding wurde gerade vor einer Minute gepostet auf Instagram. Deswegen sind wir gerade auf Instagram und hören jetzt in die Hörprobe rein. Wie versprochen, Freunde. Ich bin gehypt des Todes. Friends, she rizzles. What is going on? I am gehypt. Let's go. Das Ding hat gerade mal 86 Kommentare und 130 Views. Es ist ganz frisch online. Wir hören rein. Ich bin fucking gespannt. Let's go. Oh, ey, allein das schon. Allein das schon, allein der Beat. Ey, ey, sorry, ich will gar nicht so viel pausieren, aber du fragst, werde ich auf deinem Album sein? Du fragst zweimal und ich sag dreimal nein. Allein das ist schon eine bossy Zeile, Mann. Oh, okay, okay, weiter. Sagen geben, ja, ich darf das. Der Manager auf gerade, dass ich nicht den Namen sag. No way. Fuck shaming, stelle keine Frauen in Schatten, damit sie scheint. Oh, ey, auch die Zeile, dein Manager hofft gerade, dass ich nicht deinen Namen sage. Ist so eine bossy Zeile einfach. Ich kann mir das wirklich vorstellen, wie da so die Leute von anderen Labels und so sitzen. Oh, fuck, Mann, bitte erwähne uns nicht. Geil. Oh, okay, okay. Man kann leider nicht zurückspringen bei Instagram. Deswegen, wir hören auch mal komplett rein. Ich auf deinem Album sein, du fragst zweimal, ich sag dreimal nein. Doch absagen. Ey, auch dieses Geflüsterte so ein bisschen. Geil. Ich darf das. Der Manager auf gerade, dass ich nicht deinen Namen sag. No way. Fuck shaming. Stelle keine Frauen in Schatten, damit sie scheint. Die Bitches machen, bitte, Bitches gerne klein. Aber real bad Bitches lieben bad Bitches, weil ich kann das. Oh, ey, geil, Mann. Geil, aber real bad Bitches lieben bad Bitches, weil... Kurze Pause, ich kann das. Es ist so ein bossy Vibe, auch wie sie das im Auto gerade performt. Es ist so ein bossy Vibe. Das wird so ein bossy Album. Mein kleiner Ratscher, kein Mann in dieser Welt macht dich zum Starschatz. Selbst wenn du einen kleinen Arsch hast, shake booty baby girl, denn du darfst das. Oh, ey, diese Aussage killt nochmal am Ende alles, Mann. Ich liebe sie für solche Aussagen, für solche Statements, Mann, für solche Statements. Für solche Statements, ey, kein Mann dieser Welt muss dich zum Star machen, das kannst du ganz alleine machen. Like, go girl, do yourself and shine bright like a diamond, wie Rihanna schon sagte. Und ey, jetzt sagt sie am Ende noch, ey, selbst wenn dein Booty klein ist, shake it, bitch, just shake your booty. Like, es ist egal, wie du aussiehst, just embrace yourself. Geil, Mann, der Beat dazu, wow, ich bin gespannt, Mann. Ich freue mich so auf dieses Musikvideo, auch das wird crank. Ich auf deinem Album sein. Einmal noch. Du fragst zweimal, ich sag dreimal nein. Doch Absagen geben, ja, ich darf das. Der Manager auf gerade, dass ich nicht deinen Namen sag. No way. Fuck shaming. Ey, Retalk, auch wie sie so das performt irgendwie. Man sieht sie für diesen Song zu 1 Million%. Alle keine Frauen in Schatten, damit sie scheint. All die Bitches machen, bitte, Bitches gerne klein. Aber real bad Bitches lieben bad Bitches, weil ich kann das. Oh, ich liebe das. Ihre Betonung, Mann. Ah, nur ein kleiner Ratschlag. So wie sie das betont, das ist so, das ist was Neues. Oh. Und diese tiefere Betonung bei du darfst das. Ich liebe diese tiefen Betonungen von dir. Holy shit, Mann. Ich bin einfach gespannt, Mann. Ich bin gespannt, ich bin gehypt auf heute Abend. Es sind weniger als 12 Stunden, es sind 11 Stunden. 11 Stunden, 20 Minuten Stand jetzt, dann kommt dieser Song online mit einem fetten Musikvideo, mit wahrscheinlich einem Link, wo wir finally das Album vorbestellen können und nicht nur im Bundle, sondern halt das Album an sich auf Amazon, die Box und Stuff holen können. Ich bin fucking gespannt. Ich freue mich enorm drauf. Diese Hörprobe hat mir sehr gefallen, Mann. Es ist dieser bossy Vibe, es ist diese Attitude, die wir lieben. Es ist ein bisschen was Neues. Ich finde vom Sound her was Neues. Auf jeden Fall Betonungen. Und ich bin gehypt, Alter. Ich freue mich sehr. Schreibt mir eure Meinung zu dieser Hörprobe in die Kommentare. Ich finde, der Beat hat auch so einen nicen Vibe einfach. Und gerade nach der Studio-Sessions im Gran Canaria-Vlog wissen wir, was für geile Beat-Producer am Start waren und worauf wir uns gespannt machen dürfen. Habt einen wunderbaren Tag, Friends. Wir sehen uns heute Abend um 0 Uhr. Vergesst nicht zu abonnieren. Meine Reaction 0.30 Uhr, allerspätestens online, wo wir zusammen beim neuen Song abgehen und das Release feiern. Ich bin sehr gespannt. Habt einen wunderbaren Tag, Freunde. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.